Wir haben jetzt zum Beispiel eine wunderschöne Tanne, die möchten wir jetzt fördern. Wir haben hier einen Altbestand, eine typische Fichte, Tanne, Buchen und noch ganz geringe Anteile an Bergahorn. Die Verjüngung ist jetzt schon hier so weit, dass wir sie regulieren müssen, die sogenannte Mischwuchsregulierung. Beziehungsweise gehen hier auch schon teilweise in der Gruppe in die Jungbestandspflege. Eine sehr schlechte Buche, also die wird sich vom Wuchs schräg, ist unter Grund. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine wunderschöne Buche. Die Buche wird jetzt gefördert, da haben wir die Tanne, da haben wir die Buche. Die Fichte muss jetzt entnommen werden. Und hier müssen wir natürlich jetzt auch den Standraum erweitern. Hier muss die Fichte wieder weg. Wir müssen ja immer dran denken, hier steht noch Altholz drüber. Und wenn wir hier einen Hieb über die Fläche nochmal machen, da gehen wir immer über die Fläche, wir holen immer sehr wenig. Wir machen hier einen fließenden Übergang, die Verjüngung wächst höher und höher und höher. Und immer im Zuge vom Jahrzehnt sind wir mindestens dreimal über der Fläche. Dann kriegen wir schön die Tanne, die Schattbaumarten mit rein, gleichzeitig mit der Fichte und mit dem Bergahorn. Hier haben wir jetzt eine Bergahorn-Laubholzgruppe. Es steht hier für den Bergahorn auch ein bisschen zu dicht. Man sieht es ja, ist jetzt auch reine Naturverjüngung hier. Ja. Da tun wir jetzt auch ein bisschen die Standräume erweitern. Fördern natürlich jetzt schon in dem Alter auf den guten Stamm. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Beispiel nehmen, das ist natürlich, das sind keine Abstände. Hier haben wir gerade 20, 30 cm. Also entscheide ich mich hier, das ist der bessere von denen zwei. Ja, da müssen wir uns jetzt auch entscheiden. Da ist außen, der ist krumm, der ist zwar dicker, aber der schönere ist der da. Gut, jetzt haben wir diese kleine Laubholzgruppe hier differenziert. Wir haben jetzt die schlechte rausgesägt. Wenn wir so gut veranlagte Laubhölzer haben wie hier. Hier haben wir zum Beispiel einen wunderschönen Bergahorn. Der ist hier jetzt schon von schön vom Schaft her, geradschäftig. Da warten wir jetzt noch ein bisschen, bis er gleich ein bisschen mehr Durchmesser hat. Und dann machen wir hier eine Reichhöheästung. Und dann darf der die nächsten Jahrzehnte wachsen und so hoffe ich doch, dass er dann bis in, ja, gehen wir mal von gut 100 Jahren aus, 150 beim Laubholz, gutes Holz erzeugt.